Nach dreimonatiger Corona-bedingter Schließung öffnet das Kulturhistorische Museum Rostock jetzt wieder mit einer Sonderausstellung. Am 23. Juli war Eröffnung für Licht an, eine Stadtgeschichte der Beleuchtung. Drei miteinander verbundene Räume zeigen den technischen Wandel des künstlichen Lichts und wie es die Lebenswelt der Rostocker im 19. und 20. Jahrhundert prägte. Im 19. Jahrhundert galt künstliches Licht noch als Luxusgut. Im 20. Jahrhundert wurde es dann zur Selbstverständlichkeit für alle Menschen. Die Ausstellung zeigt anhand von modernen Leuchten, wertvollen Lampen sowie durch verschiedene Fotografien die Geschichte der künstlichen und öffentlichen Beleuchtung in Rostock. Auch kleine physikalische Experimente sorgen für helle Köpfe bei den Besuchern. Die Idee zu dieser Ausstellung entstand bereits im Oktober letzten Jahres. Ich bin im Haus auch zuständig dafür, Technikgeschichte voranzubringen. Und ich fand das eben ein ganz besonders spannendes Thema, weil sich hier Technikgeschichte und Kulturgeschichte ganz schön verbindet. Und gerade im Kulturhistorischen Museum kann man damit eben neue Themen erschließen. Und ich denke, das ist für die Rostockerinnen und Rostocker einfach eine spannende Erweiterung unseres Ausstellungsprogramms. Wer sich für die technische und kulturhistorische Ausstellung Licht an, eine Stadtgeschichte der Beleuchtung interessiert, kann diese bis zum 25. Oktober immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr besuchen.